Die UNESCO-geadelte Potsdamer Kulturlandschaft ist ein einzigartiges Beispiel preußischen Kulturschaffens und in ihrer Konzeption und genialen architektonischen Ausformung ein markanter, schön geistiger Gegenpol zum militaristisch ausgerichteten preußischen Staatswesen früherer Zeiten. Potsdam als Ort imperialer Sommerfrische des Machtzentrums Berlin ist nur bedingt mit dem Pariser Versailles oder dem Wiener Schönbrunn vergleichbar. Zwar pilgern auch hier die Touristen vornehmlich zur vermeintlichen Hauptattraktion, dem Sommersitz von Friedrich dem Großen, Schloss Sanssouci, doch ist dieses bloß eines von vielen großartigen königlichen Bauwerken, die sich im kleinen Umkreis den Kulturinteressierten darbieten. So war es der alte Fritz selbst, der 1763 im Park seines bescheidenen Schlosses Sanssouci das neue Palais erbauen ließ, ein Prunkschloss, das mit allen Insignien der Macht geschmückt noch den letzten deutschen Kaiser Wilhelm II. Und seine Familie hoch erfreute und den Neid so mancher europäischer Regenten hervorrief. Der Park von Sanssouci erlebte, nach einer Periode der Stille, im 19. Jahrhundert unter dem Romantiker König Friedrich Wilhelm IV. Nochmals einen großen, sehr italienisch beeinflussten Bauboom, von dem noch heute die architektonischen Glanzstücke der illustren Hofgesellschaften zeugen. Einen baulichen Orts- und deutlichen Stilwechsel vollzog zwischendurch Friedrich Wilhelm II., Neffe und Nachfolger Friedrichs des Großen. Sein Marmorpalais im Neuen Garten, direkt am Heiligen See, ist klassizistisch geprägt und sein Park ist ein Garten der Empfindsamkeit im Stile des englischen Landschaftsgartens. Während sich Friedrich Wilhelm IV. Dem italienischen Lebensstil verschrieb, baute sich sein Bruder Wilhelm I., der spätere deutsche Kaiser, mit seiner Frau Augusta im Park von Babelsberg ein Sommerschloss, das in seinem Aussehen stark an das englische Schloss Windsor erinnert. Vom Garten bis hin zur genialen Aussicht ist hier wirklich alles vom Allerfeinsten. Der Kreis der preußischen Bauherrlichkeit schließt sich indes im neuen Garten, wo das letzte Schloss der 1918 endenden Hohenzollernmonarchie in Deutschland errichtet wurde, Schloss Sizilienhof. Mitten im Ersten Weltkrieg, für Kronprinz Wilhelm von Preußen und seine Frau Cäcilie gebaut, beherbergte das Schloss im englischen Landhausstil die Familie noch bis Februar 1945. Ein knappes halbes Jahr später fand hier die Potsdamer Konferenz statt, auf der die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs das Schicksal Deutschlands besiegelten. Heute zeugt das Weltkulturerbe von der künstlerisch-architektonischen Geschichte Preußens und erfreut damit die Besucher aus aller Welt.